Ich glaube nicht dran. Aber gut, es kommt immer darauf an, was man schon mal erlebt hat an dem 13. Also ich glaube da nicht dran. Nee. Also mir macht der Tag gar nichts aus. Ist auch kein Unglückstag für mich. Sieh es als Glückstag. Ich vergesse das manchmal, dass das Freitag der 13. ist sogar. Ich bin ja so abergläubisch. Ich glaube da nicht für den Zeiger. Ich sage, das ist ja doch wie jeder andere. Ja. Nein, ich glaube nicht dran und habe auch noch nie was erlebt. Da habe ich meine Frau kennengelernt, da haben wir geheiratet und sind schon seit 40 Jahren zusammen. Also ist ein Glückstag. Ganz ein normaler Tag wie jeder andere Datum auch für mich. Ich habe auch schon so Erlebnisse gehabt, dass ich genau Freitag den 13. meine Ski abbrochen habe und so Sachen. Ich bin also in der Richtung nicht abergläubisch. Wir glauben an sowas nicht. Warum? Da war nämlich der von der Freimaurer, der Oberste ist damals hingerichtet worden, war Freitag der 13. Das war der Unglückstag. Ich glaube, das hängt irgendwie mit einem historischen Ereignis zusammen, was vor 1000 Jahren irgendwann mal war. Templern oder so, habe ich mal gehört. Das, glaube ich, ist so negativ hängen geblieben und hat sich so überliefert. Von irgendeiner das rausgebracht und da seit dann glauben die Leute das alles. Ja, eigentlich bin ich nicht abergläubisch, aber so ein blödes Gefühl im Hinterkopf habe ich trotzdem irgendwie irgendwo.